Hier scheint nichts zu sein. Okay, ich dachte, das jetzt wäre jetzt vielleicht eine Kiste, aber nope. Nope, nope, nope. Nun, wir müssen jetzt aber da runter, weil wir hier hinein keinen Weg finden, obwohl das jetzt der richtige Weg wäre. Oh, Wegverlängerung, Spiralen. Gut, aber... Ah ne, von hier kommen wir. Warte, wir müssen nur hoch. Wir müssen oben rein. So, hier hoch. Achso, das ist der Hebel. Nun. Ohne Zwergenrüstung. Kriege ich nicht in mein Inventar rein. Plus brauche ich auch nicht zwingend. Und die kann ich nochmal ausschließen. Die ist in der Novizentruhe. So, offen. Und Schlossknack verbessert. Gut. Orkische Stiefel der Feuerverminderung. 7. Ich trage zu viel und kann nicht mehr rennen. Habe ich hier irgendwie... Legen wir mal das Frostbissgift weg. Das Gift und die Gifte. Und Skoma, weil Skoma ist verboten. Joink. Nice. Ist das offen? So, Todestraugenfürst. Geht mir aufs Gesicht. Ich bin hier, das werde noch. Ist hier eine Truhe? Nein, das ist eine Bank. Das ist auch eine Bank. Banken mochten die Zwerge auf jeden Fall. Ah, hier ist eine Truhe. Gold. Mächtiger Seelenstein. Habe ich hier hinten auch eine Truhe gehabt? Nee, ne? Nein. Mal schnell nachgucken. Da ist aber noch eine kleine Truhe. So, ich... Oh Gott, ein Zwerg-Centurio. Ist es nur einer? Okay. So, das Gute ist, ich kann ihn staggern. Du liegst einfach auf dem Boden. E-Merz-Pfeile. Centurio-Dynamo-Kern. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Nun, aber ich kann, glaube ich... Warte, ich könnte... Hier mit irgendwas, was ich einfach weglegen kann. Mit halt den Hawker-Zahn kann ich da mal reinlegen. Achso, ich habe hier noch eine Schaufel aus Versehen mitgenommen. Sonst irgendwas. Ich lese immer Ziegelstein statt Ziegelstein. So, dich und... Ich meine, ich weiß nicht, wofür ich die bräuchte, aber ich finde die halt cool. Ich glaube, ich brauche die sogar für irgendwas. So, was droppst du denn? Ach, Vulkanglasfeile? Nice, nice. Aufzugschlüssel von Alftand. Okay, Granatstein. Mächtiger Seelenstein. Zwergenöl. Ich lasse seinen Kern aber mal intakt. Komm, ich habe jetzt nämlich zwei Kerne. Ich glaube, ich kann damit auch eine Statue machen. In unserem Haus, Seeblick, müsste ich einfach mal gucken, ne? Müsste ich eine große Statue für vorbereiten. Und ich müsste dann auch gleich, nachdem wir hier mit der Quest fertig sind. Wusch. Okay, weiter runter. Doch nicht. Aber ich bin schon mal auf jeden Fall in der richtigen Ecke. So. Müsste ich mein Inventar mal wieder leer räumen? Gut, das ist wieder eine Zwergenrüstung. Ich bin ja noch immer baff, dass ich einfach Drachenrüstung geschenkt bekommen habe. Also ich bin froh darüber und ich finde es gut, aber ich bin so ein bisschen baff. Ich dachte, dass Drachenrüstung so eine der Sachen wären, die man auf gar keinen Fall bekommen würde. Natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Was? Hallo? Wer ist da? Warum seid ihr jetzt beide gegen mich? Was ist denn jetzt los? Weißt du, ich komme hier rein, denke mir so, oh, okay, ich habe euch jetzt gerettet. Kann ich mit dir reden, Mädel? Au. Okay, dann halt nicht. Weißt du... Ich wollte denen helfen. Und das Spiel so, nee, töte sie bitte. Das ist doch voll fies.
Entschuldigung dafür. Es war jetzt nicht meine Absicht, euch töten zu müssen, aber anscheinend muss ich's. Schild des Blutigen? Das Ding ist cool. Kann ich dazu irgendwie Lydia noch mitgeben? Wenn nicht Lydia, ganz kurz. Ganz. Oh, renn nicht weg von mir, Mädel. Ich bin gerade so oder so schon langsam. Ach, guck mal, da sind nochmal große Truhen. Puh, puh, ich bin gleich da. So. Ich bin direkt hinter euch. Tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Bekleidung. Wie ist das Ding? Ich glaube, irgendwas mit. Genau, Schild des Blutigen. Dann mal los. So, schauen wir in die Truhen erstmal rein. Gold. Zauberbuchhaltung brauche ich nicht. Goldene Vulkanglaspanzer, Handschuhe des festen Griffs. Das brauche ich nicht. Zumal ich. Idealerweise bräuchte ich halt irgendwie. Rüstung, die nicht bereits verzaubert ist. So, aktivieren wir mal den Zwergenmechanismus. Fancy. Schwarzweite. Oh, es geht noch weiter. Aber mein Inventar ist schon voll. Ich denke drüber nach, einfach das Level mitzunehmen, jetzt um mir mehr Ausdauer zu geben. Oh, yes, ist das nochmal größer. Och, willst du mich denn verarschen? Ich dachte jetzt, ah, okay, ich gehe jetzt hier immer runter, ne, und dann hat sich das, aber das ist ja einfach mal... Ja, wir kommen in Tamriel, ne? Da hinten ist auch noch irgendwas. Ach, noch ein Pfeil mehr. Ganz kleines bisschen möchte ich jetzt hier nicht mal mehr erkunden, weil das jetzt zu viel ist und zu voll und alles. Schauen wir mal. Ja gut, muss ich in das Feldlabor hinein. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier entlang. Das schaut mir aus wie irgendwas Totes da hinten. Feuerball erstmal voll daneben. Ey, nice, Zerstörung verbessert. Ich glaube, ich habe diesen Stream das erste Mal 2 Level in Zerstörung geholt. Wobei es mich auch so minimal verwundert, dass ich Zerstörung eigentlich so schlecht bin, ne? So, du trägst zu viel. So, ich muss jetzt mal ganz kurz sehen. Ich glaube halt echt, dass die Zaubertränke irgendwie ein bisschen Überhand genommen haben. Ja, doch. Minimal. So, 3. Ich muss definitiv... Wie konnte er verlieren? Er hatte so viele Ausdauertränke bei sich. Hohohoho. Oh, I-A-I! I! Nee, geh weg! A-I! Ah, oh, jetzt hat sie mich angespuckt. Also, ich muss ein... So, nice. Snipe. Ich muss ein paar der Zaubertränke ablegen. Mach es zwar ungern, aber es ist, glaube ich, doch klüger dann. Theoretisch könnte ich eigentlich Lydia fragen, ob sie mir Wutrad abnimmt, ne? Bin mir aber unsicher, ob sie noch so viel tragen kann. Lydia, komm mal ran hier. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Waffen. Nee, Wutrad kriegt sie nicht mehr mit. Ihr geht vor, ich folge. Das ist unglücklich, aber leider die Wahrheit. Das ist der Lauf der Dinge. Was ist das hier für ein Ding? Achso, das ist jetzt nochmal so ein Fahrstuhl nach oben, ne? Nach Himmelsrand, okay. So eine Kreatur? Gott Himmel, das ist doch einfach ein bisschen zu groß. Da hinten sehe ich nochmal irgendwie... Was ist das? Ist das ein Skiva oder ein Chaos gewesen? Ich gehe mal hier erstmal ins Labor hinein. Wie wär's damit?
in Sinderions Feldlabor. Sinderion habe ich doch mal irgendwann gehört schon, ne? Glaube ich. Ach, hübsch. Ist hier noch jemand am Leben? Nein. Gut, dass wir das geklärt haben. Sinderion ist nicht mehr am Leben. So. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach zu viele Diademe und sowas mitgenommen, ne? Und wenn man unter Waffen. Ich will halt Wutrad jetzt nicht hier hinlegen. Warte, den kaiserlichen Bogen kann ich mal weglegen. Ja, und die Stäbe auch, warum nicht? So. Da ist ein Kochtopf. Ich frage mich ja, wie lange das jetzt hier schon alles nicht mehr am Benutzen ist. Rerirum direnis. Ach, warte, du bist doch ein. Keine Verzauberer, genau. Entzaubern. Feuerresistenz. Kannte ich noch nicht. Gut, nice. Nehmen wir die Seelensteine mit. Aber die Zutaten sind an und für sich eigentlich so ziemlich nutzlos. Oh Gott, die Wimmerplatte wollte ich nicht. Nutzlos für mich. Oh, und der Dreiherz. Aber ich brauche die eigentlich nicht, ne? Warum freue ich mich so sehr über die D3-Herzen? Feuersalze brauche ich auch nicht mehr, schade. Gut, lesen wir mal ganz kurz was Dingensbummens. Sinderion. Zurück zu den Wurzeln. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht. Oh Gott. Schwarze purpurne Nierenwurz. Aha. Verbracht das Geheimnis der Nirnwurz zu lüften und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nirnwurz brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meine Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergleichliche Summen der Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen habe. Er hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Pupertönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Anesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht und ist seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht so erfolgreich verlief, wollte er die Höhle nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei, und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Noch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obed an die purpurne Nierenwurz eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obert verließ Skingrad mit 1000 Septim mehr im Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den zehnfachen Preis allein für das Kraut zu bezahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich an Avrosa Sareti weiterverwiesen. Vielleicht kenne ich deswegen den Namen. Eine Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Rifton. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Sareti-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz vor Avrosa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit ihr. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweite zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von Obed und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend purpurne Nierenwurz sammeln, um ein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen.
Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nierenwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitzt, wo auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweite zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für den Nierenwurz. Leider scheint die purpurne Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen und sie kommt hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung, doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert meine Proben zu entnehmen. Es klingt nach einer unglaublichen, langweiligen Aufgabe. Ich meine, wir können es versuchen, aber das ist halt die... Das sind Zwergenpfeile, die er in sich hat. So, haben wir uns darum gekümmert. Haben wir weggeräumt. Wir können es versuchen, einige der Zugkraft, hübsch, der Nierenwurzel zu sammeln. Ich glaube aber nicht, dass wir hundertprozentig erfolgreich sein werden. Jesus Christ! Warum bin ich jetzt einfach explodiert? Oh, Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Warum sterbe ich jetzt da? Och nö. Och nö, och nö, och nö. Sag mir bitte, dass hier irgendwie ein Geheimausgang ist. Ich kann die Fackel nicht irgendwie nutzen. Ich kann, weiß nicht, ich wäre immer ganz kurz. Wenn Flammdiener irgendwie durch einen weiteren Frostdiener austauschen, in der Hoffnung, dass der vielleicht da irgendwas zum Explodieren bringt, was nicht explodieren sollte. Ach nö, sag jetzt bitte nicht, dass da irgendwie... Puh. Ich weiß, was explodiert da? Hallo? Ich probiere mal was anderes aus. Weiß nicht, ich hoffe einfach mal, dass... ich habe jetzt Tab gedrückt. Ich hoffe, dass das vielleicht gequeued wird. Laden. Laden wir mal den. Ich bin froh, dass ich hier nicht im Feldlabor gespeichert habe. Und damit eine Schnellspeicher überschrieben habe. Warum bin ich da jetzt explodiert? Was? Ich nehme die... Guck mal, ich nehme... achso, ich nehme... Mach die Quest dann automatisch. Dann die Bedeutung der Purpur in den Wurz. So hat... Achso, hier hat es mir nicht auch genierenwurzt Geräusch, ne? Ja. So, ich schaue nochmal ganz... was passiert hier gerade? So, ich erhalte jetzt mal die Ohren so ein bisschen gespitzt. Aber weswegen bin ich jetzt hier explodiert? Das verstehe ich jetzt nicht. So, ich speichere mal legitim so. Ach, hier ist ein Emerzader. Nein, nicht schürfen, bitte. Ich schaue mal ganz kurz, ob es irgendwie einen Hintereingang gibt zum Labor, ne? Dass ich vielleicht den nutzen könnte, damit ich nicht irgendwie unweigerlich explodiere. Nee.
Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal richtig hier. So. Ich hoffe, dass ich. Ich versuche erstmal direkt rauszulaufen. Und falls ich instant explodiere, weiß ich, dass ich irgendwie. Weiß. Hä? Oh. Hä? Warum bin ich von instant explodiert? Was? Gesundheit, wie bitte? Ich hätte gerne eine Erklärung. Okay. Ist es vielleicht, weil ich die Nirnwurzel rausgenommen habe? Komm, ich sammle die nochmal. Die purpurne Nirnwurz. Achso, ich muss jetzt natürlich den arkanen Verzauberer nochmal nutzen, ne? Ah, zack. So, dann einmal. So, das Senderion, sein Feldtagebuch. Nehmen wir mal deine Zwergenpfeile wieder mit. Nein, ich wollte nicht dich durchsuchen. Ich will den Zwergenpfeil. So, schauen wir mal hier in die Truhe rein. Da ist noch Gold drin. Nett. So, da ist noch ein Zaubertrank der Heilung. Wir öffnen das Buch, ne? Ich habe es ja gerade gelesen. Da sind hier ins Feldtagebuch. Ja, jetzt gehe ich nochmal raus. In Hoffnung nicht zu explodieren. What the fuck? Okay. So, ich habe jetzt das D3-Herz einfach mal liegen lassen, weil an sich brauche ich es ja nicht unbedingt. Die D3, ne, also wir werden, selbst wenn ich das nötige Schmiedelevel hätte, würde ich die nicht unbedingt bauen. Die D3-Rüstung, weil die halt eine Schwierrüstung ist nur. Und wir uns ja quasi Roleplay-mäßig nur auf leichte Rüstung spezialisieren wollten. So, hier ist nichts in dem Wasserfall. Da hinten ist eine purpurne Nirnwurz. Ich habe das Gefühl, die haben das Gebiet extra ein bisschen größer gemacht. Einfach nur, ach Gottchen, ich hasse diese Viecher. Einfach nur, damit man sagen kann, ja, wir machen eine Sammelquest hier drin. Wo auch immer jetzt gerade meine Leute entlang laufen. So, die Kampfmusik kann auch wieder aufhören. Ist vorbei, vielen Dank. Achso, kann ich das noch zum Explodieren bringen einmal? Ja. Ich hatte jetzt keine Lust, dass da irgendwas noch rauskommt. Ein Amethyst hatte er bei sich. Da ist auch noch eine Nirnwurz. Ob die respawnt nach einiger Zeit? Ist eine Frage, das ist eine Korundum-Erzader. Also an sich ist das Gebiet hier unten ja doch schon ganz cool. Oh Gott, da wird eine riesige Spinne sein. Ugh. Oder mehr als nur eine riesige Spinne? Bin mal vorsichtig. Da oben ist eine Spinne auf jeden Fall. Jetzt auf mich aufmerksam geworden ist. Die auch erstmal voll meine Richtung spuckt. Voll assi von dir, mein Freund. Da ist auch nochmal ein Nirnwurz. Das wäre halt für mich, also mir persönlich wäre es ein bisschen lieber, würden die noch ein bisschen lauter sein. Dunstturm. Gehen wir mal rein. Wo zum Teufel sind wir? Also wir sind im Dunstturm, stand ja so ziemlich drin. Hier sind auch eine Menge Spinnen anscheinend. So. Uns um dich gekümmert. Das Gift lasse ich jetzt einfach liegen. Ich brauche es halt wirklich nicht. So. Puh. Immer ein One-Shot. Nope. Oh Gott, das Gebiet ist riesig, ne? Oh, yeses. Ich glaube, ich sollte mich wirklich nur auf die Hauptquest konzentrieren. Da. So. Das ist... Kann ich hier durch? Nee, ne? Warte, vielleicht mit einem beschworenen Schwert. Probieren wir das mal. Nope. Aber ich kann an die Truhe ran... Okay. Hinterfrag es nicht. Na
Ach, guck mal, damit komme ich wieder hoch zur Schwarzweite. Oder runter. Bin mir gerade unsicher. Wir nutzen das Ding mal. Au! Oh Gott! Ah, ich, du bist ja riesig! RIP, welche Person das auch immer war. Ich bin erstaunt, dass anscheinend so viele Personen hier rumlaufen, dass es sich für die Spinnen wirklich lohnt, hier zu leben. So, dich erwischt. Wo ist sie? Da. Ach, guck mal, ich muss sogar durch diese kleinen Türmchen hindurch, um alle Nierenwurzel zu bekommen. Gotta catch them all und so. Da wäre noch ein Falmer-Gebiet. Eieiei. Habe ich schon gesagt, dass das viel ist? Gut, gehen wir nochmal hier durch wieder. Wir brauchen ja nicht unbedingt da oben rumgammeln. Aber hier drin sind auf jeden Fall keine Nennwurzeln. Ich meine, wir haben schon 8. Ich gehe davon aus, dass... Oder ich hoffe einfach mal, dass mehr als 30... Als die nötigen 30 hier existieren. Ja, das würde nämlich bedeuten... Andernfalls würde es nämlich bedeuten, dass man, wenn man Pech hat, einfach alles absuchen muss. Und darauf habe ich halt mal so negativ Lust. So. Genau, dann kann ich jetzt einmal hier... Wusch. Drumherum. Ne, hier war ja keine mehr. Ich höre zumindest hier um diesen Hügel herum keine. Nope. So, dann ich könnte da reinlaufen in die Höhle des Spinnen. Das hat die mal so null interessiert, dieses Ding. Ja, hier oben sehe ich, schrägstrich höre ich nichts mehr. Da hinten ist irgendwo ein Gegner, der mich gesehen hat. Ich sehe ihn aber noch nicht. Achso, da! Seht's? Ich bin vergiftet worden. Habe ich eine Seele gefangen? Ich habe eine Seele gefangen. Das Gift geht. Also, es tut mir jetzt gerade nicht so richtig weh. Vielleicht habe ich eine Immunität gegen Gifte angefangen zu entwickeln. Das wäre cool. Ist das jetzt gerade ein Tinnitus, Hintergrundgeräusch oder ist hier eine Nirnwurz? Was? Geonenader? Kriege ich denn hier raus? Kriege ich hier Amethyste und sowas raus und Rubine? Ach, Seelensteine? Ah. Das ist cool. Das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. So, hier ist empty. Gut, dann laufen wir hier rum. Dumm. Ich hätte halt irgendwie erwartet, dass jetzt hier eine Nirnwurz oder sowas abhängt. Interessant, dass hier auch sowas wie fluoreszierende Steine oder halt Moos ist, na, auf den Stein. Da. Achso. Nein. So, jetzt. Dass sie so ein bisschen leuchten. Ah. Hab dich gehört. So, da sind mehr Pilze. Also so... Ist halt unglücklich, wenn die schlüpfen, statt zu sterben. Deswegen. So. Ah, ich hasse es, wenn die treffen. Wo sind jetzt eigentlich meine Companions wieder? So, den erwischt. Ich. Oh Gott, das ist daneben. Ich besitze nicht genügend Magika. Upsala. Gute Frage, wo sind die jetzt? Also, jetzt mal ernst gemeinte Frage. Ah, warum treffe ich eigentlich nicht auf 2,5 Meter? So. Warum nimmst du nicht mehr Feuerschaden? Pokémon hat mir beigebracht, dass Käfer sehr schwach gegenüber Feuer ist. Oder Feuer sehr effektiv gegenüber Käfer. Du tankst das einfach so weg. Was glaubst du, was du bist? Ein Mehltank? Jetzt rennt er woanders hin. Da liegt eine Spinne gerade im Wasser. Au. Ich besitze nicht genug Magika. So. Diese dämliche Action-Cam, die so, oh Leute, du triffst halt voll. Voll daneben. Ach, das sind die Nirnwurz. Danke dafür.